Ich grüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Beate Weisbach und ich unterrichte in Augsburg seit über 20 Jahren an der Volkshochschule Keramik und auch Jonglieren und noch viele andere Sachen. Und heute möchte ich Ihnen ganz gerne das Tolle am Jonglieren beibringen, dass es nicht nur Spaß macht, sondern dass es auch noch für das Gehirn, für den Körper, für den ganzen, fürs ganze Wohlbefinden unwahrscheinliche Vorteile bringt. Ja, und wenn Sie jetzt daheim schauen, haben Sie vielleicht nicht alle solche Bälle da, dann kann ich Ihnen ganz gerne zeigen, man kann auch mit vielen anderen Gegenständen, unter anderem zum Beispiel mit Zwiebeln, und die haben Sie vielleicht alle im Haushalt, jonglieren. Das geht also ganz genauso schön einfach. Und damit Sie gleich ein bisschen Lust bekommen mit einem Jonglierball, das heißt vielleicht mit einer Zwiebel oder auch mit einer Zitrone oder einer Kartoffel anzufangen. Also man kann wirklich mit allen dreien sogar unterschiedlich jonglieren. Zeige ich Ihnen jetzt mal ein paar einfache Übungen, mit denen Sie gleich beginnen können. Und zwar, wenn Sie nur einen Gegenstand, was auch immer Sie jetzt da im Haushalt haben, wenn Sie den einfach hochwerfen. Wichtig ist, dass er immer auf Augenhöhe geworfen wird und dass Sie hier unten, so im rechten Winkel ungefähr, abwerfen, auf Augenhöhe. Und beim Fangen mit der Hand nach unten gehen. Wenn Sie so fangen, hören Sie, das patscht so ein bisschen. Wenn Sie mit der Hand runtergehen, dann wird es viel leiser und weicher. Und das natürlich mit der anderen Hand auch. Augenhöhe. So, die nächste Übung, wir fangen hier oben mal. Da, mit dieser Übung trainieren Sie schon mal, wie weit muss ich unten abwerfen, um den Trall, und auch das gehört zum Jonglieren dazu, Dankeschön, dass wir immer mal natürlich einen Ball fallen lassen, und das Aufheben macht gar nichts aus, das ist im Gegenteil, das motiviert weiter zu trainieren. Da haben wir schon mal wieder einen super Vorteil, weil unser Gehirn nämlich im gleichen Zentrum, wo wir etwas lernen, wird auch Dopamin ausgeschüttet. Das heißt, für jeden Misserfolg, den wir aber weiter trainieren und dann einen Erfolg haben, schütten wir Glückshormone aus. Das heißt, unser Gehirn schüttet sie aus. So, jetzt haben wir mal schon die zwei Übungen. Jetzt machen wir mal diese Rechts-Links-Übung. Das heißt, von rechts nach links. Und jetzt ist dieser Jonglier-Effekt, wir brauchen beide Gehirnhälften zum Jonglieren. Das heißt, Sie können gleich unten, also diese liegende Acht. Und das ist das Tolle, dass das Jonglieren mit beide Gehirnhälften trainiert. Und dadurch wir diesen Mittelbalken, den wir im Gehirn haben, immer mehr auch trainieren. Und der wird stärker und dadurch kriegen wir mehr Konzentrationsfähigkeit. Wir können uns Sachen mit der Zeit viel besser wieder merken. Unsere Gedächtnisleistung nimmt zu. Und es gibt mittlerweile auch wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass unsere Gehirnkapazität wieder wachsen kann. Deswegen ist Jonglieren in jedem Alter empfehlenswert. Jetzt zeige ich Ihnen mal eine Sache. Sie nehmen vielleicht mal, um auch zur Vorstellung, Ihren kleinen Finger. Und wenn Sie Ihren kleinen Finger mal umfassen, dann spüren Sie ungefähr, wie groß Ihr Hippocampus ist. Und Ihr Hippocampus haben wir jeweils einen kleinen Finger sozusagen in diesem Gehirnbereich. Und dieser Gehirnbereich ist dafür zuständig, auch für das Arbeitsgedächtnis, für die Orientierung, und für die bessere Leistungsfähigkeit, bessere Denkvermögen. Jetzt nehme ich mal eine Zitrone, auch wenn ich heute viel Gelbes anhabe, aber dass Sie auch mal sehen, man kann wirklich mit allem jonglieren. Und jetzt nehmen Sie auch einen zweiten Gegenstand dazu und werfen den parallel, gerade hoch.
immer schön unten abwerfen und unten fangen und auf Augenhöhe. So, das wird Ihnen möglicherweise allen ganz gut gelingen. Und jetzt machen wir eine Übung, und zwar der eine bleibt oben, die eine Hand, und nur die untere Hand wirft immer ab und fängt und im gleichen Zyklus, im gleichen Rhythmus geht die andere runter. Also wie so ein Ampelsystem. Und wenn Sie das genügend geübt haben, wechseln wir die Seiten. Das ist fürs Gehirn eine vollkommen neue Übung. Obwohl wir sagen, es ist eigentlich nur Seiten gewechselt. Aber das Gehirn leistet hier schon Höchstleistung. Weil das wirklich immer wieder was vollkommen Neues probiert. Und Sie trainieren hier Ihr Gehirn. Also Gehirnscans haben gezeigt, dass Sie wirklich damit absolut Ihr Gehirn trainieren. Können Sie es abwechselnd machen. So, jetzt mal eine kleine Herausforderung wieder. Sie werfen einen hoch und der andere geht durch. Einen wieder hoch und zurück. Das heißt, eine Hand wirft hoch, die andere durch und die andere zurück. Sie werden möglicherweise diese Übung machen oder vielleicht auch diese. Also sehr viele unterschiedliche Übungen oder Geschichten sieht man dann immer, also nicht runter, sondern zwischendurch. Sie können die Übung einzeln aufbauen, wenn es noch zu schwierig ist, indem Sie einfach nur einen hochwerfen und die andere Hand macht ja diese Bewegung. Und jetzt verbinden wir das. Also 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Andere Seite, der geht immer nach oben. Und der andere geht durch. Das heißt, hier wird nichts geworfen, nur eine Hand wirft. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Jo, wieder eine bisschen einfache Übung. Sie werfen einfach nur hoch und klatschen mal in die Hand. Und auch das passiert immer wieder. Also gar kein Thema. Das passiert noch den größten Profi-Jongleurs. Einfach einen hochwerfen und der andere, jetzt nehme ich mal wieder irgendwas Rotes, dass Sie eine andere Farbe sehen. Vielleicht können wir, ich kann auch mal wieder die Bälle nehmen. Vielleicht hat ja doch der eine oder andere von Ihnen einen Ball daheim. Also nochmal diese Übung. Wenn Sie die dann einmal mit einer Seite gemacht haben, machen Sie es natürlich mit der anderen Seite auch. Und jetzt können Sie es abwechselnd machen. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Sie können gerne mitzählen, dann kommen Sie in einen schönen Rhythmus, weil Jonglieren unter anderem auch das Rhythmusgefühl wunderbar trainiert. Wir brauchen immer einen Rhythmus, Rhythmus beim Jonglieren. Okay, noch eine Übung. Sie haben die Hände über Kreuz. Und jetzt werfen Sie den unteren nach oben. Sie können erstmal so anfangen. Einfach nur der untere nach oben und der fängt wieder. Das ist auch eine super Übung. Wenn Sie nämlich mit der oberen Hand den oberen Arm nicht bewegen, also der geht nicht mit nach oben, sondern der bleibt schön drauf, dann trainieren Sie gleichzeitig, dass Sie hier unten abwerfen und unten wieder fangen. Bei vielen geht es dann so, weil sie gerne oben fangen. Dankeschön. Das heißt wirklich bewusst mal, Sie können auch den nach unten zeigen lassen. Der soll richtig hier starr liegen bleiben. Und jetzt geht's immer hoch. So, das machen Sie mit der anderen Seite auch. Der geht hoch, 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 hoch. Und jetzt steigern wir das Ganze. Und zwar, wir werfen hoch und fangen oben. Wir werfen hoch und fangen oben. Das heißt, der Ball geht nach oben und in der Zeit geht der Arm so rum. Hier ist nämlich die super Schwierigkeit, Herausforderung, gerade hoch zu bleiben, hoch zu werfen. Sie können natürlich gleich wieder zurückwerfen.
und nicht irgendwie schräg zu werfen. Und wenn Sie das mit der anderen Hand auch machen, dann können Sie das abwechselnd machen. Hoch, 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 hoch. Das gleiche natürlich runter, 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 runter. Und für die ganz Sportlichen können wir das Ganze natürlich noch runter, 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 runter und jetzt wieder hoch, 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 hoch. Jetzt haben wir zwei Bälle schon. Mit zwei Bällen kann man schon, wer jetzt Angst hat, für einen dritten Ball. Es gibt sehr, sehr viele Übungen noch mit zwei Bällen, auch mit einem Ball noch. Ich kann es hier in der Kürze der Zeit nicht alle bringen. Aber eine wunderschöne Übung, die schon nach was aussieht, ist diese Übung. Rüber, rüber, hoch. Rüber, rüber, hoch. Und wenn Sie die schnell machen oder etwas schneller, dann kann auch ich erstmal nicht so viel dazu sagen, weil ich mich noch etwas konzentriere. Also wenn Sie dieses schneller machen, dann sieht das schon nach einem kleinen Jonglier-Kunststück aus. So, wie kommen wir jetzt zum dritten Abwurf? Zum dritten Ball. Machen wir erstmal noch die zwei Ball. Wie fangen Sie jetzt richtig an, um dann am Ende mit drei Bällen jonglieren zu können? Wenn Sie die zwei Bälle haben, verschiedenste Übungen gemacht haben, Sie können nochmal diese Rhythmusübung machen. Hoch, 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 hoch. Immer wenn einer, oder dafür ist auch diese Übung gut, immer wenn ein Ball oben ist und der andere unten, ja, die wechseln sich immer ab. Das heißt, wenn der wird abgeworfen, wenn der runtergeht, wenn der sozusagen am höchsten Peak ist. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Immer wenn die oben ist, werfe ich den nächsten ab. Und jetzt machen wir das Ganze über Kreuz. Dafür ist diese Übung erstmal gut. Sie können erstmal, um Ihre Gehirnhälften vorzubereiten, nur das so zeigen, dass Sie sozusagen diese, weil die Bälle machen alle am Ende eine liegende 8. Also machen wir diese Übung erstmal und jetzt werfen wir hoch, hoch. Das heißt, im übertragenen Sinne immer schräg hoch und dann probieren Sie einfach aus, wie weit können Sie, dass Sie die Hände am Ende danach hinhalten können, und weil wir wollen ja am Schluss vorm Körper jonglieren. Das heißt, 1, 2. Die sollten also wirklich vor Ihnen liegen, die Bälle. Wenn Sie es also so weit haben, dann können Sie sie fangen. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oft ist die große Herausforderung, dass man hier oben wirft und hier oben fängt. Man fängt vielleicht hier unten noch an, so, und dann geht man hoch. Dann kommt man nicht in den guten Fluss. Dafür gibt es eine super Übung, 1, 2. Sie klatschen hoch, Sie klatschen einfach ran. Und Sie klatschen möglichst ganz weit unten ran. Je weiter Sie unten, die können Sie auch einzeln erstmal üben. Da behalten Sie automatisch die Hand weiter unten. Oder wieder zurück zu dieser Übung, die wirklich unten abwirft und oben wieder fängt. So, und wenn Sie da so weit sind, dann ist der dritte Ball nicht mehr weit. Nehmen wir uns den dritten dazu. Den dritten in der Hand, wo die zwei Bälle sind, mit denen fangen wir an. Also 1, 2, 3. Erstmal alle wieder hochwerfen, dass sie vor uns liegen. Sie sollten in einer Reihe liegen. Der ist jetzt ein bisschen abgerutscht. Ja, die sollten also alle vor uns liegen. Und dann, wenn wir so weit sind, dann können sie die einzelnen fangen. Also sie kommen dann in so einen Fluss. Und dann können Sie mit drei Bällen jonglieren. Aber wie gesagt, machen Sie sich keinen Stress. Das ist alles eine Übungssache. Ich kann Ihnen nur sagen, es macht super, super Spaß.